Wir alle sind bestrebt, uns gegenseitig zu verstehen. Nein, nein, das ist nicht richtig. Nein. Doch trotz bester Absicht begegnen wir Verstimmungen, abweichenden Meinungen und Missverständnissen. Nein, 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 das taugt nichts. Du kapierst das nicht. Keiner von euch kapiert das. Wir alle müssen zusammenarbeiten. Das ist der letzte Karton. Zusammenleben und miteinander kooperieren. Doch manchmal ist das einfacher gesagt als getan. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was er will oder was ich falsch mache. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Du hast Hausarrest. Alle anderen sind da. Wir kommen vielleicht mit einer bestimmten Person in unserem Leben nicht zurecht. Du bist in meinem Haus und ich bin dein Vater. Komm sofort zurück hier. Oder tun uns mit einer neuen Fertigkeit oder einem neuen Werkzeug schwer. Ich sagte, komm zurück hier. Hör zu. Es wäre eine sehr wertvolle Sache, wenn wir unser Verstehen von Menschen und Situationen verbessern könnten. In der Scientology wurde entdeckt, dass alle menschlichen Beziehungen, tatsächlich alle Aktivitäten im Leben verbessert werden können, wenn man weiß, woraus Verstehen besteht. Um jemanden oder etwas zu verstehen, müssen drei Dinge vorhanden sein: Affinität, Realität und Kommunikation. Mit Affinität meinen wir emotionale Reaktion. Wir meinen das Gefühl der Zuneigung für jemanden oder etwas oder dessen Fehlen. Hör zu! Realität ist Übereinstimmung. Was wir als real vereinbaren, ist real. Wenn zwei Leute zum Beispiel übereinstimmen, dass ein bestimmtes Team das Beste ist, teilen sie die gleiche Realität über dieses Thema. Mit Kommunikation meinen wir den Austausch von Ideen zwischen zwei Leuten. Nur zu, Hans. Wie ist das, Willi? Sehr schön, Hans. Perfekt. Affinität, Realität und Kommunikation sind sehr eng miteinander verknüpft. Hör zu! Wenn Sie keine Affinität für jemanden haben, werden Sie nicht viel finden, worüber Sie übereinstimmen. Und es wird wenig Kommunikation geben, wenn überhaupt. Ebenso kann es ohne Kommunikation keine gemeinsame Realität geben. Und somit keine Affinität. Haben Sie schon einmal versucht, mit einem wütenden Menschen zu sprechen? Fünfmal Pepperoni! Nein, 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 ich will keine! Er hat sicherlich nicht viel Affinität. Noch mehr Pepperoni? Das hast du. Und er stimmt eindeutig nicht mit Ihnen überein. Nein, 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 nein! Nicht mal umsonst, ja? Nehmen Sie sie. Ein wütender Mensch mag Worte herausschreien, aber er steht bestimmt nicht mit Ihnen in Kommunikation. Ich will keine! Aber du hast die Pepperoni ist okay, bestellt. Aber zweimal, unterschreibe bitte hier! Affinität, Realität und Kommunikation hängen in dem Maße voneinander ab, dass man sie sich als Dreieck vorstellen kann. Damit zwei beliebige Ecken vorhanden sind, muss die dritte vorhanden sein. In der Scientology wird dies das RRK-Dreieck genannt. Bei jeder Art Beziehung müssen alle drei Faktoren vorhanden sein, damit Verstehen erreicht werden kann. Hier ist ein Beispiel. Diese beiden jungen Männer teilen die gleiche Realität über Oldtimer. Sie stimmen überein, dass dieser großartig ist. 1957 Pontiac 3-Star Super Chief. Die bauen sie heute nicht mehr. Stimmt. Sie haben ein hohes Niveau an Kommunikation. Toll gemacht. Ja. Und sie haben viel Affinität. Man könnte sagen, ihr ARK ist 1957 hoch. Pontiac und sie verstehen einander. Zumindest beim Thema Oldtimer. Das ARK-Dreieck hat viele wertvolle Verwendungen im Leben. Denn sehen Sie, man muss nur eine Ecke des Dreiecks anheben, um auch die beiden übrigen Ecken zu verbessern. Zum Beispiel müssen dieser Vater und seine Tochter nur etwas finden, mit dem beide übereinstimmen. Papa, sind das deine? Ja. Um ihre Realität füreinander zu erhöhen. Die sind richtig cool. Ja, manchmal bin ich gar nicht so übel, siehst du? Dies wird wiederum ihre Kommunikation erhöhen und ihre Affinität füreinander wird steigen. Wird andererseits ein Punkt des Dreiecks verringert, verringern sich auch die beiden anderen. Dieser Mann kommt zum Beispiel nicht mit seiner Schwiegermutter aus. Er mag sie nicht,
Sie kann ihn nicht ausstehen. Sie haben eine niedrige Affinität. Über wie viel werden Sie übereinstimmen? Wahrscheinlich nicht viel. Daher sind Sie sich nicht sehr real. Niedrige Realität. Wie bereit ist er, mit ihr zu sprechen? Nicht besonders. Niedrige Kommunikation. Wenn er beginnt, nur eine Ecke des Dreiecks zu verbessern, werden sich auch die beiden anderen verbessern. Nehmen wir an, er findet etwas, worüber sie übereinstimmen können. Realität. Marjorie, mir gefallen deine Rosen. Sie sind wirklich hübsch. Plötzlich wird sie, selbst wenn es kein spektakulärer Umschwung ist... Danke. Es hat viel Arbeit gemacht. Das glaube ich. Ich habe sie selbst gezüchtet. Zumindest beginnen, mit ihm zu kommunizieren und ihre Affinität wird sich erhöhen. Selbst die Rosen und auch die Veilchen. Indem sie jeden Punkt des Dreiecks anheben, werden sie immer höheres ARK und Verstehen füreinander haben. Dies trifft auf jeden Lebensbereich zu. Auf Ehen. Das klingt wundervoll. Die Arbeit. Also, und alle diese zusammen bilden ein Team. Freundschaften. Und sogar das Erlernen einer neuen Fertigkeit oder den Umgang mit neuen Werkzeugen. Je mehr sie mit etwas kommunizieren, umso realer wird es für sie und umso höher wird ihre Affinität dafür sein. Tatsächlich ist Kommunikation der wichtigste dieser drei Faktoren. Also die Hauptsache ist, die Stühle müssen ergonomisch, bequem und tragbar sein. Man könnte sagen, dass das Dreieck mit Kommunikation beginnt. Einige wirklich gute Ideen. Ja, das ist super. In der Scientology werden Sie noch viel mehr über das ARK-Dreieck und seine Verwendung lernen. Hallo? Sind die Orchideen angekommen? Ja, sind sie. Ausgezeichnet. Mit dessen Hilfe können Sie Ihr Verstehen von jedem, den Sie kennen oder kennenlernen, sowie Ihrer Umgebung verbessern. Eines meiner Lieblingsstücke. Wenn Sie Affinität, Realität und Kommunikation verwenden, ist ein besseres Leben, das auf Verstehen beruht, in greifbarer Nähe. Die Stühle, die du entworfen hast, sind die besten. Sie sind absolut fantastisch. Danke.